Transport Fever 2, ein Spiel, auf das wir uns natürlich wahnsinnig freuen, wirft seine Schatten voraus. Wir waren vor Ort bei den Entwicklern und haben ihnen eure Fragen gestellt. Und natürlich gibt es neues Gameplay-Material für euch im Hintergrund zu sehen. Wenn ihr das Spiel vorbestellen wollt und unseren Kanal unterstützen, ein Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit den fantastischen neuen Sachen zu Transport Fever 2. Schön, dass wir heute bei euch sein dürfen. Dann zunächst mal zu dir. Wer bist denn du? Ich bin der Tom, Community Manager, Projektmanager hier bei Urban Games und ja, mitunter verantwortlich, Transport Fever 2 zu entwickeln. Ja, und wir sind hier in Schaffhausen, Genau. Wo ihr dieses wunderschöne Spiel produziert, und meine Zuschauer haben da ein paar Fragen. Sehr gerne, ja. Ich hoffe, ich kann alles beantworten. Ach, ich denke, das wird schon. Also, die erste und vielleicht auch häufigste Frage: Wie werden die Mindestanforderungen aussehen? Hat sich da technisch was geändert? Also, wir haben natürlich versucht, möglichst ähnliche Voraussetzungen zu schaffen wie letztes Mal schon. Heißt, dass es auch mit mäßiger Hardware gut spielbar ist. Wo wir allerdings ein bisschen haben raufschrauben müssen, ist bei der Speicheranforderung. Die ist aktuell 8 GB. Das war zuletzt beim letzten Titel noch etwas weniger. Grafikkarten sind etwa vergleichbar, vielleicht eine Generation mehr wäre da gefragt. Und wir versuchen natürlich auch immer die Multicore-Prozessor-Unterstützung auszubauen. Das heißt, wenn man jetzt mehr wie 2 Cores hat, auch kein Nachteil. Die exakt genauen Spezifikationen können sich vielleicht noch ein bisschen ändern. Mal auf der Homepage vorbeischauen, sollte alles stehen. Das klingt doch schon mal prima. Die zweitbeliebteste Frage ist ebenso beliebt wie ihr Thema, das Modding. Wie sieht es denn da aus? Wird es genauso einfach sein wie in Transport Fever 1 zum Beispiel? Relativ, sage ich mal, weil jetzt immer die Frage, was ist einfach bei Train und Transport Fever, war es natürlich, je nachdem, welche Mods man machen musste, schon nötig, dass man gewisse Kenntnisse mitbringt. Also wenn man natürlich ein 3D-Modell fürs Spiel entwerfen will, dann braucht man natürlich entsprechend auch damals wie jetzt die passenden Kenntnisse mit der 3D-Software. Skript-Mods in etwa ähnlich. Das ganze Scripting funktioniert bei uns ja mit Lua, also auch da hat sich nicht viel verändert. Ich würde mal sagen, es ist insofern komplexer geworden, als dass man mehr Möglichkeiten hat, sich ein bisschen tiefer reinarbeiten kann. Und wir werden auch versuchen, zeitnah das ein oder andere Tool zur Verfügung zu stellen, dass zum Beispiel ein Import von 3D-Modellen, FBX-Import ähnliches, etwas einfacher macht. Da sind wir gerade noch dran, das eventuell in der Beta noch unterzubringen. Wird es einen Tag-Nacht-Zyklus geben? Zum Release mal nicht. Wir haben natürlich wieder darüber überlegt, ob und wie wir das einbauen könnten. War ja ein oft genannter Wunsch jetzt auch schon bei Transport Fever 1. Aber so wie das Spiel aktuell noch ist, mit dem Zeitverlauf über die 170 Jahre, bietet sich Tag-Nacht jetzt nicht unbedingt an. Also müsste man grundsätzlich vielleicht am Design was ändern oder entsprechende Anpassungen machen. Haben wir uns jetzt auf andere Dinge konzentriert. Aber wir wollen ja auch diesmal Content nachliefern, Content-Patches. DLCs war ja auch hier und da schon mal im Gespräch. Also mal schauen, was da noch kommt. Jetzt hast du den 170-Jahre-Zyklus angesprochen. Jetzt gibt es ja auch diese Modellbauer, die das Spiel sozusagen als Modellbauspiel nehmen. Wird es da eine Funktion geben, bleibe in diesem Jahr, damit die Technik weiter voranschreitet? Genau, ja. Tatsächlich eins meiner Lieblingsfeatures sogar von der neuen Version. Man kann den Zeitverlauf, es war ja früher schon möglich, die Geschwindigkeit einzustellen, wie lange ein Tag dauert. Via Modding war das möglich. Mittlerweile hat man natürlich einen Regler, wo man wählen kann, wie lange ein Tag dauert, bis hin zu eben Stopp, Pause. Das heißt, die Zeit bleibt wirklich stehen und entsprechend die Abrechnungen im Spiel sind auch nicht mehr auf Jahre, sondern eigentlich auf Stunden und Minuten. Also alle x Minuten bekommt man die Abrechnung für die Wartungskosten, oder die Lebensdauer von Fahrzeugen beträgt dann eben x Stunden. Also ja, das ist möglich direkt im Spiel. Und mit dem Map-Editor kann man sogar das Jahr verändern und sogar in die Vergangenheit zurückspringen, wenn man möchte. Super, aber dann könnte man auch da so einen Tag-Nacht-Knopf dann entsprechend einbauen. Ich werde es mal notieren. Ihr habt es hier zuerst gehört. Gehen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit des Spieles. Wie entstand denn die Idee zu Train Fever damals eigentlich? Gut, muss ich natürlich ein bisschen mit Hörensagen und Geschichten arbeiten, weil ich bin ja nicht seit Anfang an dabei. Ich bin ja bei Transport Fever dazugestoßen, aber Train Fever ist eigentlich ein, würde man fast sagen, Kindheitstraum sozusagen von den zwei Firmengründern, von Basil und von Urban Weber. Das sind ja zwei Brüder, die beide auch Informatik studiert haben und große Fans von Transport Tycoon waren und entsprechend selber einfach mal so ein Spiel machen wollten. Und dank entsprechender Ausbildung ist da mal mit einem Hobbyprojekt losgegangen vor
ich meine, das war mittlerweile über 10 Jahre schon her, 2006, 2007 müsste man nochmal nachschauen, aber halt schon einige Zeit vor Train Fever, und dann ist aus einem Freizeitprojekt ein ernstes Projekt geworden, aus einem ernsten Projekt ein Kickstarter bzw. eine Finanzierung, und ja, eins nach dem anderen, und dann irgendwann war es soweit, dass man da wirklich Leute einstellen konnte, ein Spiel professionell entwickeln und veröffentlichen. Und du bist dann wann dazu gekommen? Ich bin 2000, so, dass ich nichts Falsches sage, wenn ich gerade mal zurückrechne, 2015, also vor 4 Jahren und 3 Monaten, bin ich dazu gestoßen. Also nach der Veröffentlichung von Train Fever? Genau, das war schon nach Train Fever, aber noch weit über ein Jahr vor, oder gut über ein Jahr vor Transport Fever. Wir lieben bei uns im Kanal ja Wurzelspiele, und unsere Zuschauer würden gerne in der First-Person-View zum Beispiel als Fahrgäste mitfahren. Wie sieht's denn da aus? Also ich nehme an, das bezieht sich jetzt auf den Fahrgastmitverfolgung sozusagen. Das gab es ja, wenn ich mich recht erinnere, in der Beta-Version von Transport Fever mal, haben wir das mal getestet, dass man auch mit dem Fahrgast sozusagen mitgehen kann. War aber leider in vielen Situationen nicht praktikabel, weil natürlich nicht alle Innenräume entsprechend gestaltet sind, teilweise die Unterführungen bei den Bahnhöfen nicht entsprechend gestaltet sind, also haben wir das damals weggelassen. Ist aber wieder ein Thema gewesen und ist es auch immer noch, dass man zumindest mal den Kameramodus an sich ein bisschen erweitern, haben wir auch für Transport Fever schon gemacht, dass man verschiedene Kamerapositionen haben kann, also nicht nur vorne analog, sondern auch im Fahrgastraum und ähnliches. Also das ist noch nicht ganz vom Tisch. Okay, wenn wir da nicht selbst mitfahren können, wie sieht's denn dann mit anderen aus, mit Bots zum Beispiel? Gibt's Pläne hinsichtlich KI oder KI-Gegnern? Ja, ich glaube, das ist immer eine ähnliche Frage wie Multiplayer, beziehungsweise beantworte ich die ich gern immer auf einmal, weil ich weiß, die kommt sicher auch. Weil technisch gesehen muss man das Gleiche vorbereiten, egal ob man jetzt KI-Gegner hat oder Multiplayer hat, weil es gibt ja einfach einen zweiten, dritten, vierten Spieler. Also rein von der technischen Basis her löst man sozusagen beides auf einmal. Also ich kann mir gut vorstellen, falls wir mal Richtung Multiplayer gehen, das ist jetzt bei Transport Fever 2 zum Start nicht dabei, nicht nur eine technische Frage, sondern natürlich auch eine Designfrage, kann ich da noch was dazu sagen, dann wird mehr oder weniger beides vermutlich möglich sein, dass man eben Multiplayer hat und KI-Gegner. Jetzt in der Kampagne zum Beispiel haben wir es wieder so mit so passiven Gegnern sozusagen gemacht, die außerhalb der Karte so sozusagen agieren, also nicht wirklich auf der Karte was bauen, aber man hat einen vermeintlichen Gegner, wo die Zeit läuft oder wo man besser sein muss wie der. Aber eben, wie gesagt, designtechnisch müsste man natürlich grundlegend beim Design nochmal überlegen, wie schaut ein Multiplayer-Modus aus bei Transport Fever? Kompetitiv, kooperativ, das wäre vielleicht eher noch möglich, aber wenn man kompetitiv machen will, müsste man sich am Design was ändern. Und das wäre dann ein längerer Prozess und, denke ich, eher ein Thema für einen vielleicht nächsten Teil oder eine Erweiterung. Wäre denn zumindest so eine Art Spectator-Mode-Modus, also so, dass man zum Beispiel dem Kollegen zugucken kann? Vermutlich selbe Antwort. Also so Spectator-Mode, wie man auch in der Fachsprache sagt, das wäre im Prinzip auch mit dem Feature abgedeckt, dass man quasi einen zusätzlichen Spieler aufschaltet, der aber keine Berechtigung hat, selber was zu tun. Waren- und Wirtschaftsketten, die waren ja in den vergangenen Teilen immer so ein bisschen überschaubar, sag ich mal. Wie sieht es denn da in Zukunft aus? Wird es da komplexere Ketten geben? Oder? Zukunft bezieht sich auf die weitere Zukunft, jetzt auf den Release, auf die Release-Version. Ja, beziehen wir es mal auf die Release-Version. Da ist es ähnlich geblieben, sag ich mal. Also die Transportketten haben sich nicht wesentlich geändert. Wir haben eher versucht, dass man das Industriewachstum an sich interessanter gestalten. Waren haben wir mal noch in etwa die gleichen. Zukunftsmusik natürlich. Wir haben es ja auch wieder so probiert zu gestalten oder geschafft so zu gestalten, dass man selber über Modding beliebig erweitern kann, die Warenketten. Also nicht nur Industrien, sondern auch Warentypen wirklich selber gestalten kann. Die Icons, die 3D-Modelle, die passenden Fahrzeuge. Also über Modding ist sowieso beliebig erweiterbar, gilt auch natürlich für Stadtbedarf, also was die Städte für Waren konsumieren. Da kann man auch dann selber Hand anlegen. Mögliche Erweiterungen, klar, aber jetzt zum Release ist es ein ähnlicher Umfang von der Art von Waren her wie im vorherigen Teil. Ihr habt ja viel Lob auch für eure Patch- und DLC-Policy, sag ich mal, bekommen. Wird es dabei bleiben? Wir werden sicher wieder großes Lob für unsere Strategie bekommen, bin ich absolut überzeugt. Du schließt aber ein DLC nicht aus, oder? Es gibt tatsächlich jetzt keinen Plan, dass wir x Monate nach Release DLC Y veröffentlichen.
weil wir gesagt haben, wir machen sicher auch wieder Content-Patches, keine Frage, weil wir auch nicht alles in den Release reinbringen werden, was wir reinbringen wollen. Im Gespräch war es schon bei Train Fever, schon bei Transport Fever. Es gab ja dann auch den kostenlosen USA-DLC damals bei Train Fever, dass man sozusagen Content-DLCs macht, wo, wie soll ich sagen, ein zusätzliches Verkehrsmittel zum Beispiel bieten. Das sind immer Themen bzw. vor allem auch Wünsche. Also sogar bei Transport Fever 1 war das seitens der Spieler gewünscht, dass wir DLCs machen. Wollten wir aber unsere Ressourcen prima eben darauf verwenden, dass wir lieber Patch und Spiel besser machen. Und ich denke, von dem wird es diesmal abhängig sein. Wenn wir natürlich freie Ressourcen haben, dann ist ein Thema. Wenn wir sagen, na, wir wollen lieber das Spiel weiter verbessern, wo die Spieler eigentlich nichts dafür zahlen sollten, weil das, ja, wie soll ich sagen, zur Grundausrüstung vom Spiel gehört, dann wird es natürlich kostenlos sein, keine Frage. Wie sieht es denn mit Biomen aus oder mit dem Wettersystem? Also Biome zum Beispiel wird es für mich eine Winterlandschaft geben, das fände ich ja prima. Die Winterlandschaft für Garderol? Ja, zumindest haben wir mal versucht, oder in dem Fall auch geschafft, dass das ganze Terrain-Editing um einiges umfangreicher ist und auch das Terrain-Painting gibt es jetzt. Das heißt, man kann sich wirklich die Landschaft beliebig gestalten, auch eine Winterlandschaft gestalten, wenn man denn möchte. Kann auch die Pinsel entsprechend austauschen, die Bodentexturen. Also eine sozusagen statische Winterlandschaft ist überhaupt kein Problem, könnte man sich jederzeit machen. Dynamischer Wechsel, jetzt auch in Bezug auf Wetter, fällt in eine ähnliche Kategorie wie der Tag-Nacht-Zyklus. Ist einfach die Frage, wie lässt sich es unterbringen in so einem Spiel, was so ein Pacing hat. Gab natürlich Wünsche, gab auch Pläne, gab auch Vorschläge für ein Jahreszeitensystem, auch in Verbindung mit Industrieproduktion und so. Zum Release natürlich nichts, so viel kann ich schon sagen, aber ein Thema, was uns intern sehr reizt, sagen wir mal so. Reiz klingt ja schon mal spannend, ist aber auch ein anderes Reizthema noch, wo wir vielleicht drüber sprechen können, Umweltschutz. Wenn wir jetzt unseren Verkehr nicht modernisieren, laufen dann die Leute über die Straße und protestieren? Indirekt ja, also protestieren, in dem Fall ausgedrückt durch sozusagen Ausziehen aus der Stadt, das ja. Wir haben ja eine der neuen Mechaniken, die wir eingebaut haben, sind die Emissionen. Das heißt, die wirklich Einwohner der Stadt, das bezieht sich primär auf die Wohngebiete, sind sensibel gegenüber Emissionen. Das ist so ein allgemeiner Begriff für Lärmverschmutzung, wie auch immer, dass Fahrzeuge eben verursachen. Und natürlich gerade sowas wie Flugzeuge, die über dem Wohngebiet starten oder ähnliches, die verursachen sehr hohe Emissionen, was sich negativ aufs Stadtwachstum auswirkt. Also so gesehen, ja. Die Stadtentwicklung war ja bisher so ein bisschen vorhersehbar. Also Städte hatten planbare Bedürfnisse, die sich immer so ein bisschen in eine Richtung entwickelten, brauchten dann halt alle Waren, je größer sie wurden und so weiter. Das war vorhersehbar. Gibt es jetzt Pläne im neuen Teil, dass man zum Beispiel sagt, das ist jetzt eine Hafenstadt, die hat andere Bedürfnisse oder diese Stadt liegt näher in einem Waldgebiet und dann muss man halt da unterschiedliche Ansprüche erfüllen oder hier wird jetzt ein riesengroßes Tesla-Werk gebaut, das braucht jetzt halt sehr viel Stahl, wollte ich gerade sagen, aber die brauchen glaube ich Aluminium. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da Pläne, das so ein bisschen zu verfeinern, das so ein bisschen abwechslungsreicher zu machen? Also in der Kampagne haben wir das mehrfach untergebracht, das Thema. Also da gibt es das wirklich in allen 18 Missionen immer wieder, dass die Städte unterschiedliche Bedürfnisse haben, die sich auch ändern über die Zeit. Im normalen Endlos-Modus ist es nicht so, da ändern sich die Bedürfnisse jetzt nicht, die bleiben von Anfang an bis Ende so. Allerdings durch das Wachstum der Stadt, je nachdem wie die Stadt wächst, kann natürlich sein, dass gewisse Bedürfnisse sich verschieben sozusagen, dass die Stadt mehr Waren haben will, dass die Stadt ein größeres Problem mit Emissionen hat, dass die Stationen eher überfüllen, dass es ein Verkehrsproblem gibt, je nachdem eben auch, wo die Stadt liegt, wie sie sich entwickelt hat, wie sie gewachsen ist. Da gibt es dann schon Unterschiede. Als Zufallsevents, wir haben es mal vorbereitet, dass es über Modding einbaubar wäre, also alles, was im Prinzip in der Kampagne möglich ist, ist prinzipiell auch im Endlosspiel möglich. Das haben wir ja bei Transport Fever 1 mit dem letzten Patch noch reingebracht. Und so gesehen, ich weiß, wir wollen uns ja nicht immer auf die Modder verlassen, aber die Grundlage, egal ob es die Modder oder mir machen, ist mal geschaffen für so ein Thema. Eine Frage, die sich da ja ganz gut anschließt, ist, ihr plant ja jetzt so nur begrenzte Waren oder zwei Waren pro Stadt anliefern, dass das dann reicht. Was wird denn jetzt eigentlich aus meinen riesengroßen Umschlagbahnhöfen, die ich dann gerne bauen würde? Sind die dann Geschichte? Ja, im Endeffekt hat sich für uns beim Testen zumindest herausgestellt, und das ist jetzt auch in der Beta mal und vor allem auch bei den Gelegenheiten, wo wir das Spiel vorgestellt haben, in Berlin und auf der Gamescom durchaus bestätigt worden,
dass wir mehr in die Richtung gehen wollten, der Spieler muss sich etwas nach der Situation richten und nicht die Welt richtet sich nicht nach dem Spieler. Das heißt, so wie es ursprünglich war, jede Stadt nimmt alles, konnte man auch ja, jede Fabrik an jede Stadt anschließen. Es hat immer super funktioniert. Und jetzt mit dieser Neuerung, dass es eben nur mehr zwei sind, die auch sich auf der Map entsprechend verteilen und wo wir auch versucht haben, eine Logik dahinter zu schalten, wie sich die Industrien entsprechend passend zu den Städten verteilen, ist es einfach etwas fordernder, die Städte auch wirklich alle zu versorgen, beziehungsweise auch Gewinn zu machen, sage ich mal, oder man muss sich auch mehr überlegen, quasi wie kann man seine Fahrzeuge auslasten. Als Umschlagbahnhöfe, ich glaube, das ist nach wie vor immer noch möglich, kein Problem, weil wir auch probiert haben, die Produktionsmengen entsprechend anzupassen, dass man vielleicht auch mal einen Betrieb hat, gerade am Anfang der Kette, der recht viel Waren produziert, obwohl es die Stadt noch gar nicht braucht, weil eine der Neuerungen ist ja auch, dass weiterverarbeitende Betriebe Waren akzeptieren, auch wenn sie selber kein Ziel haben. Also große Warenmengen mit Umschlagbahnhöfen ist auch möglich, ohne so gesehen, dass die Städte einen hohen Bedarf haben. Du hast ja schon sehr viel über die Kampagne gesprochen. Wie umfangreich wird die denn? Und ist das dann auch sozusagen das Tutorial in das Spiel? Genau, also der Kampagnenmodus ist gleichzeitig das Tutorial. Also wir haben beim letzten Spiel bei Transportiva 1 war es so, es gab ein eigenes Tutorial mit drei Missionen, wo wir aber festgestellt haben, dass das viele gar nicht spielen, weil es ja uninteressant wirkt oder weil sie einfach direkt sofort loslegen wollen mit der Kampagne. Jetzt haben wir so gesehen versteckt und Anführungszeichen eingebaut. Das heißt, man spielt jetzt nicht eine Tutorial-Mission zwangsweise, man spielt eine ganz normale Mission, die einfach ja den Ticken einfacher vielleicht ist oder den Ticken geführter ist, die erste Mission im Speziellen, plus wo man einfach die entsprechenden Hinweise bekommt, wenn man nicht rechtzeitig selber reagiert oder selber draufkommt, wie das Problem zu lösen ist. Also wenn es zum Beispiel heißt, ja, bauen einen Bahnhof und man macht es dann nicht, dann wird einem genau gesagt, wo ist der zu finden im Menü, wie muss man den drehen, dass das auch funktioniert. Also wir haben das so gesehen ins Spiel eingebaut, plus auch eine neue Ingame-Hilfe, die auch in Vanilla zur Verfügung steht. Das heißt, selbst wenn man nicht die Kampagne spielen möchte oder das Tutorial so gesehen, wird einem auch im Standard-Vanilla, also im Sandbox-Modus auch geholfen. Und punkto Umfang haben wir etwas raufgedreht. Im Vergleich zum letzten Mal haben wir jetzt 18 Missionen insgesamt auf drei Kampagnen verteilt, beziehungsweise auf drei Zeitalter. Das heißt, man spielt hier zuerst mal die Dampfzeitalter, Zeit mit Dampfzügen und so weiter. Dann geht's los, zweite Ära mit den ersten Flugzeugen und dann dritte Ära so Zeit ab Hochgeschwindigkeit 1960 in etwa bis jetzt in die nahe Zukunft. Du hast auch eben schon häufiger den Editor angesprochen, der ja viel mächtiger werden soll. Was können wir denn da jetzt alles verändern in der Welt? Was können wir beeinflussen? Wo können wir das Design anpassen? Erzähl doch dazu mal ein bisschen. Ja, eigentlich alles. Also so gesehen, beim letzten Spiel gab es in dem Sinn keinen eigenen Editor, sondern man konnte das normale Spiel einfach mit dem einen oder anderen Mod entsprechend erweitern, dass man mehr Sachen machen kann, wie eigentlich gedacht ist. Jetzt gibt es wirklich einen eigenen Editor, einen Map-Editor, wo man tatsächlich alles machen kann. Heißt, man kann Städte platzieren und löschen, man kann Industrien platzieren, man kann das Gelände bemalen, terraformen, Straßen vorbauen, also ja, Geld einstellen, Jahreszeit sage ich schon, leider noch nicht, das Jahr einstellen. Also wirklich alles im Prinzip ist da machbar. Ja, damit hätten wir den Videobeweis sozusagen hier aufgezeichnet. Zu diesem tollen neuen Feature. Ein anderes tolles neues Feature sind die modularen Bahnhöfe oder überhaupt modulare Gebäude. Bei den Flughäfen gibt es ja, soweit ich weiß, auch. Kann ich das dann so erweitern und so verstehen, vor allen Dingen, dass ich dann irgendwie einen Bahnhof mit 32 Gleisen habe und was genau kann ich denn da erwarten? Prinzipiell schon, ja. Also wie alles bei Transport Fever oder bei jeglichen Simulationsspiel der Art ist die Grenze einfach die Leistungsgrenze von dem Rechner, mit dem man spielt. Aber jetzt große Bahnhöfe, wir haben zumindest mal kein Limit gesetzt im Moment. Also es ist schon machbar, einen Bahnhof mit 32 Gleisen zu bauen. Beziehungsweise wenn man weiß, an welchen Schrauben man drehen muss, dann ist es machbar. Wir werden unter Umständen sicher irgendeine Empfehlung vorgeben, wo man sagt, ja, maximale Anzahl von Modulen zum Beispiel. Weil irgendwann natürlich, wenn man immer weiter ausbaut, die ganze Karte mit dem Bahnhof bedecken, wäre natürlich jetzt nicht unbedingt gut. Aber jetzt bestimmte Anzahl von Gleisen beschränken oder ähnliches, wollen wir dann natürlich ein sehr hohes Limit nur setzen. Jetzt, wo wir gerade von Bahnhöfen und hohem Limit sprechen,
Selbst wenn wir so Einfahrtgleise definiert haben, also welcher Zug wohin soll und so weiter, kam es trotzdem gerne mal zu Staus. Wird es demnächst auch die Möglichkeit geben, dass man Durchfahrtgleise oder ja sowas halt mit dem modularen System dann in seinen Bahnhof reinbaut? Das geht, ja. Also das modulare System sieht im Prinzip vor, dass man auch einen Bahnhof bauen kann, ja theoretisch mit, ja, ohne Bahnsteige so gesehen, also jetzt Durchfahrtsgleise oder auch irgendwo mitten im Bahnhof ein Loch lassen und noch Weichen reinbauen oder ähnliches, das funktioniert. In den Vorgängerteilen war es ja ab und zu nicht so ganz so einfach, so rauszufinden, was denn jetzt so die Bedürfnisse der Fahrgäste sind. Also Entfernung, Geschwindigkeit, keine Ahnung, Komfort oder so. Wird das jetzt im neuen Teil besser dargestellt? Ja, zumindest ist es geplant, dass man es etwas, wie soll man sagen, nicht unbedingt einfacher, aber einfach verträglicher machen. Also wir haben da recht viel experimentiert und getestet und ein System gefunden, sage ich mal, das es erlaubt, dass Fahrgäste auch wirklich alle Verkehrsmittel im Endeffekt nutzen. Das war in Transport Fever 1 ein Problem mitunter, dass man eine Fluglinie dazu gebaut hat und die wollte einfach niemand benutzen. Jetzt gibt es auch diese Leute sozusagen, die Extremfälle abdecken, also jemand, der einfach diese bestimmte Linie einfach bevorzugt, obwohl sie super teuer ist, das gibt's jetzt. Heißt, man kann ja theoretisch auch alle Fahrgäste mit verschiedensten Verkehrsmitteln versorgen. Es ist nicht mehr diese strikte Trennung zwischen jemand will schnell sein oder jemand will günstig unterwegs sein. Der Ausbau von den Städten selbst, welche Gebiete dann wo sind und so weiter, das war häufig nicht so ganz optimal. Plant ihr da vielleicht zum Beispiel Entwicklungszonen festzulegen, um festzulegen, wohin sich die Stadt entwickelt? Haben wir jetzt mal nichts geplant, aber freue ich mich natürlich über Wünsche, Vorschläge. Also das wäre so ein typisches Thema, wo man sagt, klingt interessant, würden wir uns gerne überlegen und ja, eventuell in Zukunft mal einfließen lassen. Jemand wie ich spielt solche Spiele wie Transport Fever ja sehr gerne, um das perfekt durchzuoptimieren, auch wenn es nicht immer gelingt. Aber eine Sache, die mir dabei auch mal aufgefallen ist, es gibt so die perfekte Lok für dieses Jahr oder für diese Epoche. Plant ihr was, um das so ein bisschen aufzubrechen, dieses Problem? Ja, sollte sich durch mehrere Neuerungen interessanter gestalten. Zum einen, dass es nicht mehr diese strikte Vorgabe gibt, die Lok muss exakt zu den Waggons passen. Also das war ja auch immer so eine Vorgabe, wenn Waggons 160 km/h fahren, dann hat es nichts gebracht, eine Lok vorzuspannen, die 200 fährt, weil einfach die Kosten dann zu hoch waren. Das ist jetzt insofern gelöst, als dass die Lokomotive dann etwas günstiger kommt, wenn sie auch langsamer fährt. Plus mit dem neuen Wartungssystem, denke ich auch ganz interessant, dass Fahrzeuge jetzt, wenn sie altern, zum Beispiel mehr Emissionen verursachen, könnte man zum Beispiel eine alte Lokomotive, die dann zu viel Lärm macht, um in die Stadt zu fahren, zum Beispiel dann nutzen, um sie vor einen Güterzug zu spannen. Also da gibt es ein paar mehr Möglichkeiten jetzt. Nach vielen Jahren Spielzeit, wenn man also Millionen von Bürger auf der Map hat und ebenso viele Züge mindestens, hat der ein oder andere Spieler Performance-Probleme. Braucht man jetzt einen neuen PC? Das kommt darauf an, wie der alte PC ausgeschaut hat. Aber jetzt das erste Feedback, was wir jetzt bekommen haben in der Beta, ist schon mal sehr gut, dass Leute wirklich die Performance-Verbesserungen loben. Ich sage mal so, selbe Einwohneranzahl wie bei Transport Fever. Wenn man es jetzt vergleichen würde, ich habe komplett die gleiche Map, dann versucht man natürlich schon, dass man sagen, jetzt Transport Fever 2 ist performanter. Im Gegenzug natürlich ist es grafisch etwas anspruchsvoller, wenn man denn möchte. Kann man ja auch den Detailgrad runterstellen. Also von dem her, ja, wenn es mit der Grafikkarte schon super knapp war auf Minimaldetails im alten Spiel, dann wird es im neuen vermutlich auch nicht gerade, wie soll man sagen, ein Augenschmaus. Aber im Gesamten sollte es sich eigentlich hoffentlich verbessert haben. Jetzt, wo wir es gerade von Multiplayer hatten und jetzt von der Leistung, es wird ja immer mehr auch dedizierte Server bei Spielen kommen da zum Einsatz, um da auch ein bisschen der Rechenleistung sozusagen abzunehmen. Wäre das denn dann auch was ihr planen könntet oder habt ihr da sowas schon auf dem Schirm? Denkt ihr darüber nach? Gut, da sind wir jetzt noch so weit entfernt. Das haben wir uns natürlich noch nicht überlegt. Prinzipiell ja, bietet sich immer an, gerade bei so Simulationen, die rechenintensiv sind, aber eben, da sind wir so weit davon entfernt, da ja, kann ich jetzt leider nicht viel sagen. Um Bahnhöfe zu optimieren oder noch tiefer in die Simulation einzusteigen, könnte man sich da nicht auch ein Zeitplansystem für Bahnhöfe vorstellen, wo man also fix sagt, der Zug fährt um so und so viel Uhr dann ab und dann in der Taktung kommt der nächste? Denkbar ist auf jeden Fall möglich, ja auch eine Game-Design-Frage ein bisschen.
Ich höre vor allem sehr oft den Vergleich mit einem System wie bei A-Train, A-Train 9, wo man wirklich ganz spezifische Abfahrtszeiten wählt, wo uns ja insofern fehlt, da wir keine Tageszeit haben, bringt vielleicht mich wieder zurück zu dem Thema Tag-Nacht-Zyklus oder Jahreszeiten. Wenn sozusagen der Kalender natürlich fein eingeteilt ist und man mit Stunden oder Minuten arbeiten kann, natürlich eine Option. Jetzt für ein Release nichts geplant, aber genauso wie das eine oder andere, was wir heute schon besprochen haben, auch bei uns intern noch recht hoch in der Rangliste. Oder so als spontane Idee zum Beispiel so eine 7-Tage-Welt oder 1-Monats-Welt zu gestalten, das wäre ja auch eine Option vielleicht. Genau, beziehungsweise ich glaube auch so eine Abkopplung, wie es manche Spiele machen, siehe Skylines, wo der Tag-Nacht-Zyklus dann halt einen Monat dauert oder ähnliches oder wo eine Jahreszeit 3 Tage dauert oder ähnliches, also ja, kann man sich vorstellen. Wenn man viele Züge auf einer Strecke hat, dann ist es häufig so ein Problem, dass die Züge zu dicht auffahren, zu hohen Abstand haben und so weiter. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, so eine Art Mindestabstand einzubauen? Also jetzt nicht nur über das Blocksystem, sondern generell oder über Zeit gesteuert, dass man das noch verfeinern kann und besser optimieren? Ich denke, das ist im selben Paket wie jetzt die sonstigen Fahrplanoptionen, wo wir darüber gesprochen haben schon. Das heißt, wenn man jetzt eine bestimmte Abfahrtszeit wählen könnte, natürlich auch dann sowas wie eine bestimmte Mindestabstandsdauer oder ähnliches. Das sehe ich als ein Paket und wie gesagt, ist bei uns ja auch hoch im Kurs, dass wir da mehr Optionen bieten, wäre auf jeden Fall dann auch damit dabei. Wenn auf einer Strecke zum Beispiel auch nur ein Millimeter Oberleitung fehlt, dann kann man oft Stunden damit verbringen, genau dieses kleine Stück zu finden, wo das dann fehlt. Habt ihr euch das Problem angeschaut und habt ihr da eine Optimierung gefunden? Ja, wir arbeiten jetzt gerade noch an den ganzen Fehler- bzw. Warnmeldungen, weil wir eben auch erkannt haben, dass in einigen Situationen vielleicht eben die Fehler nicht ganz klar sind, wenn eine Station überfüllt, wenn ein Fahrzeug irgendwo stecken bleibt oder ähnliches. Also da optimieren wir gerade noch ein bisschen, dass wir eben die Fehlermeldungen klarer formulieren bzw. mehr Probleme abdecken. Und ist uns bekannt, das ist eins von den etwas ärgerlicheren hier und da. Wie bei jedem Spiel wird auch bei Transport Fever oft nach Konsolenport gefragt. Ich persönlich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das dann steuern soll. Habt ihr das auf dem Schirm? Ist da was geplant oder seht ihr das ähnlich? Denkbar, klar. Du hast ja gerade angesprochen, hauptsächlich eine Frage der Steuerung plus natürlich bis zum gewissen Grad auch der Performance. Also Transport Fever 1 bzw. auch 2 ist ja grafisch recht anspruchsvoll, ist nicht zuletzt eine Simulation, die sehr viel Rechenleistung erfordert. Aber moderne Konsolen ja, stehen ja da einem durchschnittlichen PC teilweise nichts nach. Also so gesehen möglich, werden wir auch oft gefragt und haben, glaube ich, jetzt auch noch nie gesagt, würde man nie im Leben machen. Aber jetzt in dem Moment haben wir noch keine Pläne. An vielen Stellen des Spiels war es bislang ja so, dass man sich irgendwie so eine Funktion gewünscht hätte, die verhindert, dass Züge an, um und weg liefern, was sie quasi wollen. Wäre es eine Möglichkeit oder habt ihr was geplant, dass man sagt zum Beispiel, hier werden jetzt so und so viel von der Ware und so von der Ware angeliefert und da jetzt nicht, sodass man das auch nochmal wieder ein bisschen besser steuern kann? Also wir haben jetzt die Option schon erweitert, dass man spezifisch wählen kann, was eingeladen wird und was ausgeladen wird pro Station. Das gibt es jetzt neu und wir haben auch überlegt, ob wir es noch erweitern sollen, eben gegen oder mit einer Art, eben wie erwähnt, mit einer Art Menge oder zumindest einem Mengenverhältnis oder ähnliches. Also das ist noch im Gespräch. Mal schauen, ob wir es auch unterbekommen. Wurde auch in der Beta schon öfter gewünscht. Also wenn nicht, dann auf jeden Fall ein Thema, denke ich, für einen Content-Patch. Das klingt ja schon mal gut und ist notiert. Habt ihr denn schon, wo wir gerade in Zukunft blicken, Visionen für einen möglichen Nachfolger von Transport Fever 2? Visionen? Ja. Multiplayer, oder? Transport Fever 2 Multiplayer. Nein, also jetzt konzentrieren wir uns voll auf den Teil 2. Klar, also war auch ganz bewusst so, dass wir gesagt haben intern, jeder hat seine Wünsche, jeder hat seine Ideen, aber jetzt ist einfach mal der Teil wichtig. Und wenn dann alles gut gegangen ist, wenn das Spiel raus ist und wenn wir sehen, alle sind zufrieden, es läuft stabil, ein paar Patches, dann werden wir sicher überlegen, wie es weitergeht. Ich sage mal so, dass die Serie wird theoretisch noch viel hergeben. Wie gesagt, jetzt Spaß beiseite, Multiplayer, sagen wir jetzt ja schon seit 2-3 Jahren, dass das etwas ist, was uns auch reizen würde mit der Transport Fever, mit der Train Transport Fever Franchise sozusagen. Ja, Visionen, oder wie war die Frage? Gibt es jetzt keine, aber
der ein oder andere geheime Wunsch, was als nächstes kommt, von den Kollegen sicher. Nehmen wir mal an, es gäbe keine technischen Beschränkungen. Ja, ihr könntet bauen, was ihr wolltet, mit Ausnahme jetzt natürlich des Multiplayers. Was wäre eine Funktion, die ihr euch da erträumen oder erwünschen würdet? Gut, da werden natürlich jetzt alle 12, 13 Leute im Büro vermutlich was anderes sagen. Ohne technische Einschränkungen. Ich würde natürlich vermutlich etwas wählen, wo ich glaube, dass ich die meisten Spieler damit zufriedenstelle. Und das wäre vermutlich größere Karten, nehme ich an. Ich glaube, das würde viele freuen, wo einfach ein klaren Limit da ist, weil eine Karte, die tausende Quadratkilometer groß ist, mit Millionen Einwohnern, ist einfach rechentechnisch gesehen unmöglich. Aber jetzt die Theoriefrage, denke ich, in die Richtung am ehesten, ja. Die Skalierung ändern. Also würdest du schon sagen, dass die Rechenleistung bei der Simulationskomplexität das größte Hemmnis ist? Ja, also wir simulieren die Leute ja wirklich in Echtzeit. Wir wissen von jedem, wo er gerade ist, wohin er geht. Und ja, irgendwann 100, 200, 300.000 Leute, irgendwie ist einfach Schluss, kommt der Rechner nicht mehr nach, das auszurechnen. Wir waren kurz vorher auf einem RTX-Event von Nvidia. Ja, wie sieht's denn da aus? RTX in Transport Fever, vielleicht in einem kommenden Patch oder dann doch im kommenden Spiel? Wie schaut's aus? Schauen wir mal, die ersten RTX-Karten sind ja mittlerweile im Büro eingetroffen vor einigen Monaten oder von dem her, die Hardware ist jetzt mittlerweile mal da, aber ja, ich denke mal, hat jetzt nicht die höchste Priorität, also da werden wir vermutlich eine Reihe anderer Dinge vorher noch erledigen. Ja, dann erstmal ganz großes Danke, dass wir vorbeischauen durften und dass du dir Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten. Gerne, gerne. Danke fürs Kommen und die interessanten Fragen. Ich hoffe, die waren jetzt nicht allzu hart, die Fragen. Na, war zu 90% beantwortbar, denke ich mal. Und hoffentlich zu 100% zufriedenstellend. Und wir dürfen diese Aufnahmen verwenden. Sehr gerne. Ja, das war's. Unser Interview mit dem Team von Transport Fever bzw. mit dem guten Tom. Danke auch nochmal in Richtung der Schweiz, dass das alles so gut geklappt hat. Und für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, ein schöner Hinweis. Nicht nur könnt ihr das Spiel günstiger werben, Link in der Videobeschreibung und damit mein Angebot unterstützen, sondern am kommenden Mittwoch, den 27. November, um 19 Uhr live auf Twitch, Link zu meinem Twitch-Kanal auch in der Videobeschreibung unter diesem Video, starten wir mit Transport Fever live. Wir bauen gemeinsam, ihr seid dabei, ich freue mich riesig drauf. 19 Uhr, kommender Mittwoch, je nachdem wann ihr das Video seht. Bis dann, wir freuen uns auf euch im Livestream. Euch noch ein schönes Wochenende, Restwochenende oder wann auch immer dieses Video kommt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!